Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute soll es mal wieder einen Tag geben. Entschuldigt hier bitte die Lichtverhältnisse. Mal ist es hier dunkel und mal ist es schon wieder zu hell. Müssen wir mit leben. Ich würde gerne den Femlit Tag machen. Den hatte ich bei Christine von Christinchen gesehen. Und die Fragen fand ich sehr interessant und deswegen habe ich gedacht, mache ich den mal eben. Die erste Frage ist, dein liebstes von einer Frau geschriebenes Buch, welches du im letzten Jahr gelesen hast. Und das war ein Buch, was ich auf der Frankfurter Buchmesse bekommen habe. Da durften 100 Blogger und Rezensenten über vorab lesen an einer Lesung von Alexa Hennig von Lange teilnehmen. Und das Buch hatte mich eigentlich gar nicht so angesprochen. Und dann habe ich natürlich zu Hause dann gelesen, weil mir die Lesung echt gut gefallen hatte. Und dann war es auch noch ein absolutes Jahreshighlight für mich. Und zwar spreche ich von Kampfsterne von Alexa Hennig von Lange. Und ich hatte sie ja in meinem Avell-Unpacking gerade erst erwähnt, weil ich mir da ein Buch von ihr mitbestellt hatte. Und dieses Buch zeichnet sich einfach durch diesen Schreibstil aus. Also das war einfach der Wahnsinn. Es geht hier um zwei Familien in den 80er Jahren in der Bundesrepublik. Eine Siedlung am Rand der Stadt. Hier gelingt das bürgerliche Leben. Man wohnt in dänischem Design, kocht nach Wolfram Siebeck und schickt die Kinder zum Intelligenztest. Es fehlt nicht an Geschmack, Bildung oder Aufgeklärtheit. Trotzdem fühlen sich alle unfrei. Die Männer, die Frauen, die Kinder. Wie kann sich das angeblich richtige Leben nur so falsch anfühlen? Und das hat mir einfach so gut gefallen. Da ist auch eine Tochter bei, die im Teenageralter ist. Und die hat hier auf einer Seite mal so richtig die Meinung gesagt. Und das fand ich einfach total faszinierend. Ich lese euch nur mal ein paar Sätze vor. Ich bin die Beste in der Jazz Dance AG, interessiert keine Sau. Ich bin die Beste in der Klasse, scheißegal. Ich kriege nicht mal Taschengeld. Wenn ich was brauche, muss ich es leider aus Mamas Haushaltskasse entwenden. Im Umkreis von 100 Kilometern habe ich mit Abstand die knackigste Figur. Sieht nur niemand unter meinen Kartoffelsackkleidern. Und so geht das dann die ganze Zeit weiter. Also das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Kann ich euch nur empfehlen. Ich hätte auch am Anfang nicht gedacht, dass das ein Buch für mich ist. Aber es war wirklich toll. Dann zweitens, eine Autorin, über die nicht genug Leute sprechen. Ich habe jetzt zwei Bücher von der Autorin gelesen und ich fand beide toll. Sehr warmherzig, auch sehr tiefgründig. Und ich möchte euch jetzt das erste von ihr, was ich gelesen habe, in die Kamera halten. Das hatte mich echt umgehauen. Ich dachte, das wäre so ein heiterer Frauenroman, aber da steckte viel mehr drin. Und zwar von Monika Maifeld, Morgen ist es Liebe, ist im Knauer Verlag erschienen, hatte auch 5 Sterne von mir bekommen. Und hier ging es um die junge Ärztin Alexandra, die auf dem Heimweg mit dem Auto verunglückt. Sie wird bewusstlos und wird von einem Unbekannten aus dem Auto gezogen. Und als sie wieder aufwacht und Polizei und Rettungswagen da ist, ist der Unbekannte verschwunden. Und dieser Unbekannte war Martin. Er lebt mehr oder weniger mittlerweile als Obdachloser, weil in seinem Leben einiges passiert ist. Und eigentlich wollte er an dem Abend seinem Leben ein Ende bereiten, als er auf die junge Frau trifft. Und wie dieses Zusammentreffen, das Leben der beiden völlig auf den Kopf stellt, müsst ihr natürlich selbst lesen. Die Cover finde ich nicht besonders schön, aber mir hat das Buch wirklich sehr, sehr gut gefallen. Dann drittens, dein liebster historischer Roman einer Autorin und das Ganze soll vor 1950 spielen. Und da habe ich den ersten Teil meiner Lieblingstrilogie im historischen Bereich rausgesucht. Und zwar von Ulrike Renk, Das Lied der Störche, ist im Aufbau Taschenbuchverlag erschienen und das Ganze spielt 1920. Hier geht es um Friederike. Man begleitet sie durch drei Hauptteile, also drei Bücher,
durch ihr komplettes Leben. Es gibt auch zwei Zusatzbände, die ich aber für überflüssig finde und die auch bei weitem nicht an die Qualität der drei Teile herangereicht haben. Und ja, es geht halt um Friederike. Sie lebt auf Gut Dranitz, war das, glaube ich. Oder? Wie hieß das noch? Nee, Gut Fernhusen, genau. Und ja, ihre Mutter hat neu geheiratet und bei dem Stiefvater leben sie jetzt sozusagen. Und man begleitet Friederike halt, wie gesagt, erst durch die Kindheit, dann durch die junge Frau da sein und auch später. Aber im ersten Teil geht es halt bis 1900. Ich hoffe, das steht hier jetzt auch. Ja, natürlich so schnell nicht. Es geht auf jeden Fall ein paar Jahre. Und ja, mir hat diese Trilogie einfach wahnsinnig gut gefallen. Sie hat mich eigentlich auch zum historische Romane lesen gebracht. Und deswegen kann ich euch die auf jeden Fall empfehlen. So. Jetzt muss ich mal eben hier wieder gucken. So, viertens. Ein Sachbuch einer Autorin. Da muss ich passen. Ich habe keins. Ich habe kein Sachbuch da von einer Autorin. Nee, muss ich wirklich passen. Fünftens. Ein empfehlenswertes Debüt. Da habe ich mir rausgesucht von Claire Swatman. Jeder letzte Tag mit dir. Before you go. Und hier ging es um Zoe und Ed. Ihre Beziehung ist im Laufe der Zeit ein bisschen ins Schleudern geraten. Und nach einer Auseinandersetzung geschieht das Unfassbare. Ed stirbt bei einem Unfall. Und ja, Zoe kommt dann natürlich gar nicht mit klar, da die beiden ja mehr oder weniger im Streit auseinandergegangen sind. Und kurze Zeit später stürzt sie schwer. Und sie erwacht halt in der Version ihres Lebens, in dem Ed noch lebt und versucht nun natürlich alles ja, richtig zu machen und dass es gar nicht erst zu seinem tödlichen Unfall kommt. Ich habe das Ganze gehört, kann ich euch auch absolut empfehlen, hat mir richtig gut gefallen. Dann das Buch einer Autorin, das dir die Augen öffnete. Und da habe ich mich für eine autobiografische Geschichte entschieden. Und zwar von Nova Meyer-Henrich, Wenn Liebe nicht reicht, wie die Depression mir den Vater stahl. Das Ganze hat gar nicht so viele Seiten, nur etwas über 200. Aber ich fand es sehr eindrücklich beschrieben. Sie hat halt erzählt, wie es ihr als Tochter ging, dass ihr Vater an Depressionen gelitten hat und letztendlich sich auch umgebracht hat. Und erst hatte ich mir da nicht so viel von versprochen, weil es halt eine prominente Person ist, aber es hat mir wirklich gut gefallen. Es hat irgendwie 4,5 Sterne, glaube ich, bekommen. Und ja, fand ich wirklich richtig gut. So, dann haben wir noch achtens. Deine Lieblingsautorin, die einer anderen Ethnie angehört als du. Da habe ich mir jetzt aber ein Buch rausgesucht, wo es um die Ethnie der Hauptprotagonistin geht. Und zwar um die Kate Burkholder-Reihe von Linda Castillo. Ich habe mir jetzt meinen Lieblingsteil rausgesucht, Mörderische Angst. Das ist irgendwie der dritte oder der sechste Fall ist es. Und ja, hier geht es ja darum, dass die Kommissarin oder die Ermittlerin dort in der Reihe früher eine Amische war. Und das war mir jetzt so eingefallen. Ich weiß zwar nicht, ich glaube nicht, dass Linda Castillo selbst auch Amische war, aber das hat jetzt für mich am ehesten gepasst. Und sonst hätte ich da hier nämlich kein Buch gefunden. Und ja,
Wie gesagt, es geht hier um eine Ermittlerin, die früher selbst Amish war und in einer Gegend arbeitet, ermittelt, wo viele Amische noch wohnen. Sie wird natürlich kritisch beäugt, da sie damals aus dieser Gemeinde ausgetreten ist. Und es ist einfach immer sehr interessant zu sehen, wie Amische leben, was da anders ist in ihrem Leben und mit wie wenig sie sich auch begnügen. Und ja, die Reihe gefällt mir einfach immer wahnsinnig gut. Ich habe alle Teile gelesen oder gehört. Gesprochen wird das auch von Tanja Gehke, die das sehr gut spricht. Und ja, kann ich euch auch empfehlen. So, und das letzte, nee, das vorletzte ist dann, ich habe irgendwie eins übersprungen. Mal eben schnell gucken. Ah ja, die Biografie oder die Memoiren einer bemerkenswerten Frau. Da ich keine Biografien lese, habe ich mir jetzt einen Liebesroman rausgesucht, wo ich hinterher dann erst erfahren hatte, dass die Autorin sozusagen ihre eigene Geschichte erzählt über Danny, ihrer ersten großen Liebe. Es ist eine Trilogie geworden. Ich zeige jetzt stellvertretend den ersten Band und ich bin durch das Buch geflogen. Und dieses kann man auch wirklich sehr gut lesen. Der zweite Teil, muss ich sagen, der geht wirklich an die Substanz, weil es da um Kindesmissbrauch in ganz harter Form geht. Aber hier geht es wirklich um die Liebesgeschichte, um Jessica und um Danny. Danny hat eine schwere Krankheit, was sie natürlich erst später erfährt. Und man weiß halt auch von Anfang an, dass Danny nicht mehr lebt. Und ich habe es weggesucht. Damals noch als E-Book und als es dann auch als Buch erschienen ist, musste ich das unbedingt als Print auch haben. Und ich habe jetzt auch schon mehr Bücher der Autoren gelesen, außer das letzte, das war so ein reiner New Adult Roman, hat mir auch alles mit 5 Sternen gefallen. Also kann ich euch auch nur absolut empfehlen. Sie hatte das Buch als Self-Publisherin rausgebracht. Und das hatte dann so einen durchschlagenden Erfolg, dass Rowohlt dann das richtig aufgelegt hat. So, und das letzte ist ein Buch einer Autorin über psychische Probleme, Mental Illness. Und da habe ich mir ein Buch rausgesucht, was mir auch gut gefallen hat. Und zwar von Jana Selig, Mein Leben, Minusgefühle, Mein Leben zwischen Hell und Dunkel. Hier geht es auch um Depressionen. Und ja, sie ist jung und schön, sie hat eigentlich alles, was man so braucht in ihrem Alter, aber irgendetwas stimmt halt doch nicht. Und es zeigt auch, wie wenig Verständnis einem noch entgegengebracht wird, obwohl das ja mittlerweile kein totgeschwiegenes Thema mehr ist. Das Buch ist auch ganz schön aufgemacht. Es ist hier wirklich zu hell, es ist sehr schrecklich. Aber man kann das vielleicht wohl sehen, auch am Buchschnitt. Da sind immer so Kritzeleien dann zwischen. Und ja, es ist halt von ihr selbst geschrieben und sie betrifft es halt auch. Und das Ganze ist im Piper Verlag erschienen und das musste ich damals unbedingt haben. Hat auch nicht so viele Seiten, um die 220. Und es hatte, glaube ich, 4 Sterne von mir bekommen. Und das war das, was mir direkt als erstes eingefallen ist, als ich die Frage gelesen habe. So, da ich nicht weiß, wie alt der Text schon ist, würde ich jetzt, glaube ich, keinen direkt taggen, sondern einfach alle einladen, den Tag zu machen. Wenn ihr als reiner Zuschauer ein, zwei Fragen habt, die ihr gerne beantworten würdet, wo euch sofort ein super passendes Buch einfällt, schreibt es doch einfach in die Kommentare. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und ansonsten hoffe ich, hat euch das Video gefallen. Würde mich da natürlich auch selber einen Daumen nach oben freuen, damit ich das auch so ein bisschen einschätzen kann. Und warte jetzt auf eure Kommentare und hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video.
Bis dahin. Tschüss.